Man hört dich jetzt schon die ganze Zeit in der Aufnahme, aber egal. Bist du schon am Aufnehmen oder was? Ja, schon die ganze Zeit. Was ist mir das nicht? Yo, hier, Cody am Start mit Diddy Kong Racing, neues Projekt und mit dabei habe ich den Wishes! Und er zockt gerade im Hintergrund Legend of Zelda Majora's Mask. Moment, ich zock's gerade übrigens, Leute, für meine Abonnenten, die es auch hören. Ich zock's für euch, Freunde, damit ich euch das 100% bieten kann. Ich habe jetzt alle Masken bis auf eine Maske fehlen genommen. Herzteile fehlen mir noch 7 Stück. Und an Hauptitems fehlt mir noch 1. An Liebnotizbuch habe ich alles. Und das tue ich nur, damit ich es euch auf meinem Kanal irgendwann präsentieren kann, Freunde. Aber zurück zum Hotel. Ja, hier, danke und so, dass du jetzt erstmal hier schön Werbung gemacht hast. Ja, wir nehmen Diddy Kong Abenteuer und hier natürlich ein neues. Wir nennen uns AAA. Okay, los geht's. Bam. Ja, hier Bumblaboom, hier Genie of the Island und er will uns helfen und klar. Und wer es nicht weiß, der Genie of the Island, hier der blaue Elefant, der heißt Tai. Hab mich informiert, Wishes. Hast du auf Deutsch wenigstens gestellt? Ja, natürlich habe ich den auf Deutsch gestellt. Hier, ich will nur Deutsch! So, hier erstmal ein paar Luftballons einsammeln. Ich denke mal, die meisten wissen ja eh, worum es in Diddy Kong Racing geht, deswegen. Hier lasse ich mal das erklären und so, oder? Stories allgemein zu erklären, Diddy Kong Scheiße. Oh, ich bin zu schlecht, um einen Scheißballon zu sammeln. Für die Schnauze dreckiger Elefant hier. Bom, 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 bom. Bam, Sturzflug. Ich nehme jetzt einfach so lange auf, wie ich will. Ich lade es dann irgendwie später als ein Part hoch. Wir fliegen besser. Wenn du irgendwie am Ausrasten bist, dann raste ruhig mal aus oder so. Ich bin gerade überhaupt nicht am Ausrasten. Ja, dann ist ja gut, wenn du dich nicht aufregen musst. Heißt der überhaupt, wenn du dich aufregen? Ja, du bist ja, soweit ich weiß, hier Ruin von Ikana. Ja, Ikana hat mir heißt der hier sogar. So, hier 4 Ballons gesammelt, auf in die erste Welt. Dino Domain. Ich werde übrigens mit allen Fahrern mal irgendwie rumfahren. Ja, also ich werde mich jetzt nicht nur speziell auf einen festlegen, sondern wirklich mal jeden dran im Haupt des Coco, Banjo und das Chicken. Ja, ihr seid ja ein hier ausgedacht. Ja, hier Wishes kann man jetzt wieder hören am Legend of Zelda zocken. Ja, Leute, also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich zock's ja extra wieder wegen euch. Ihr könnt den Kotti fragen, dieses Spiel hat mich voll in seinem Bann bekommen. Ja, wir haben die letzte Nacht komplett durchgesuchtet. Er mit, hier, wie gesagt, Zelda und ich mit Final Fantasy X. Dem wohl widerlichsten Drecksspiel der ganzen Weltgeschichte. So mit Chocobo-Rennen. Ich denke mal, manche Leute wissen, wovon ich rede. Es ist selten, dass ich wirklich ein Spiel mal eine Nacht durchspiele. Das kann ich nicht. Ja, ja, natürlich. Es kommt ganz selten vor, dass wir nachts zocken. Das nicht, aber ich meine, ich musste mich reinziehen. Ich musste gestern noch arbeiten.
und bin gestern trotz all den Arbeiten gegangen, aber ich hab diesen Bock auf Zelda, das ist mir scheißegal. Seit zwei Tagen hab ich jetzt nicht geschlafen, weil ich wieder so ein Zelda-Fieber bekommen habe. Das ist ungesund, ist das. Aber ja, solange es jeden Tag ist, kann man es nicht leisten. Ja, und hier, erstes Rennen haben wir schon geschafft, hier erster Platz, und wir bekommen einen goldenen Ballon von dem Tüdelü. Elefanten. Bam. Wir haben 3:15, also hier morgens, wie gesagt. Und wollen wir eine Pizza? Oh nee, jetzt kommt dieser scheiß Aufstieg zum Tempel. Assozial. Ich bin an der geilsten Stelle des Spiels, meine lieben Freunde. Jo, hier, willst du dir jetzt Pizza machen? Ja, ich hole Pizza extra. Boah, du Drecksack, ich will auch Pizza. Mach mir auch eine. Und schick sie mir per Post, vielleicht wachsen dann ja schon Haare, wenn sie dann angekommen ist. Ölpfütze gelegt und hier ein Turbo und bäh. Und das mal schön gegen. Zum Autofahren geeignet. Wer nicht weiß, wofür die Bananen gut sind, die Bananen sorgen für extra Geschwindigkeit und ja, rote Ballons sind halt zum Schießen, blaue sind Turbos, grüne sind so Verteidigungsdinger. Das, was ich jetzt eingesammelt habe, ist ein Schutzschild und dann gibt es noch was, das ist da hinten. Hier der Regenbogenfarbene, das ist ein Magnet. Ja, dann kann man halt sich an Gegner ranziehen. Aber bringt mir nicht viel, ich bin ja eh Erster. Schreibt mal beim Kotti unten in der Kommentare, Freunde, ob ihr euch auch beim Zelda 100% freut. Macht das mal bitte. So oft wie ich Kanalkommentare bekomme, wird es glaube ich kaum möglich sein. Ja, komm, mach das, ey. Ich will ja jetzt nicht angeben oder so, aber ich denke mal, die Hälfte deiner Abonnenten werden sowieso von mir kommen. Das ist jetzt nicht angeberisch. Aber, wenn ihr dran interessiert, also wenn ihr euch drauf freut, ich mach's ja so oder so, weil es mir Spaß macht, aber wenn ihr euch drauf freut, schreibt es mal in die Kommentare. Der Kotti liest jedes Kommentar und ich bin ja beim Kotti auch ab und zu online, weil ich ja die Secrets of Mana auch mache. Die also, Secret auf Scheißen? Die Kommentare kommen an, Freunde. Die kommen auf jeden Fall bei mir an. Ich habe aber jetzt Bock, über mein Yoas Max zu reden, statt über das scheiß Ding. Boah, ey, weißt du, welches Spiel ich nie wieder sehen möchte? Sag mal eben schnell hier. Final Fantasy hier, Schokoladenrennen. Ja, so ähnlich. Das natürlich auch. Und ganz besonders hier, Secret auf Scheißen. Wenn wir das durchhaben, ich werde es in die Tonne kloppen. Das ist schon ein Problem, wir müssen das noch durchmachen. Ja, ich weiß, ich meine ja gerade eben hier, wenn wir es durch haben, werde ich es in die Tonne treten. Kommt wieder in deiner Schredderer. Ja, aber eiskalt, ey. Eiskalt. Ach, Scheiße. Und wir benutzen keinen Spieleberater oder so einen Scheißdreck. Nein, wie die Pflaumen hier TT und Sipst LP. Benutzt den Spieleberater. Ja, hier TT. Ja, komm, du kennst den TT. TT hat für alles einen Spieleberater. Ja, der hat zu viel Geld. Wenn der TT sein erstes Date hat, dann hat er wahrscheinlich auch einen Spieleberater dabei. Der hat einen Spieleberater dabei, wie verführe ich mein Blind Date oder so. Darauf wird Kotti daneben stehen und nur schreien. Epic Fail. Ja, und ohne Safe States läuft ja eh bei ihm gar nichts. Nein, ich war jetzt nicht so doof. Doch, du bist immer doof, schon vergessen? Boah, ey, den Weg zum Mikana haben sie kacke gemacht. Ich bin schon wieder am letzten Tag. Ich hab keinen Bock, dass das wieder so gesetzt wird wie beim Wassertempel. Ja, wie, was hast du da jetzt die zwei Tage jetzt gemacht? Dieses ganze Mumienaustauschspiel. Das ist Behinderung. Oh, ich habe vergessen, meine behinderte Mumienmaske aufzusetzen. Boah, ja. Ich kann es kaum erwarten, ey. Heute Berufsschule hier, Metallwerkstatt und so. Richtig geil. Dazu noch die Intelligenzbolz, die man so geil verarschen kann. Kennst du das? Kaum erwarten, Busch ist heute freien Tag. Ich könnte die ganze Nacht heute spielen und morgen auch. Es wird kein Mensch interessieren. Ich muss nicht zur Arbeit. Keiner ist angemeldet, der kommt.
es kann keiner unangemeldet kommen, weil ich alle gesagt habe, dass ich heute Ruhetag habe. Freunde, ich kann heute ganz aufnehmen, auch wenn ich nachher erst noch bin. Ja, das kann ich 24/6. Ich habe 2 Tage nicht geschlafen, meine Freunde. Wenn ich das machen würde, dann penne ich wieder in der Skype-Konfi ein und dann entsteht wieder ein Video. Ja, so langsam wird es aber langweilig. Nein, das hat nichts mit Langeweile zu tun oder weil ich Aufmerksamkeit will. Ich bin einfach müde und hab's ein fertig. Vor allen Dingen, du pennst und willst Aufmerksamkeit. Du musst dir diesen Satzaufbau machen, nicht in den Kopf gehen lassen. Ja, Satzaufbau FTW. Nicht, wo lange ich muss. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier in Mekana gibt es 10.000 zig verschiedene Wege. Naja, ja, freu dich mal auf den Tempel, du wirst 10.000 mal den scheiß Tempel immer umdrehen dürfen. Damit sowas habe ich gar keine Probleme, ich bin Tomb Raider Spieler. Da gibt es genug Levels mit sowas. Okay. Ah, wenigstens habe ich da schon direkt gedacht, wo es an die Zombies hier 500 sind. Bam, und wir können jetzt schon zum Endboss. Wait, zum Dino. Den müsstest du ja auch noch kennen aus unserem privaten Race. Wenn man das so sagen kann. Ist jetzt schon das erste Level Welt-Ding ins Land, oder? Ja, die erste Runde von der ersten Welt, ja. Weil es, du weißt ja, es gibt ja immer 2 Runden pro Welt. Einmal mit den Silbermünzen und einmal normal. Und mit der normalen Runde bin ich schon, ja, eigentlich durch. Warte mal. Lol, der ganze Raum hat sich verändert. Okay, das selben Verhältnis sind doch ziemlich kompliziert. Bitte kommt jetzt mal mit ins Krankenhaus. Das war doch bei Wishes TV. Abonnieren. Sind seid ihr gay? Quartier war noch Werbung für die Leute. Weißt du noch, ne? Und ich gehe einen Turbo. Und dich. Oder fallen dir da ist eine Abkürzung? Ja, boah, ich hab keine Ahnung, was ich da gerade Blume, nein! Sterben. Du, Dino, 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 Dino. Ah, für den Ziel. Victory. Ist diese Frage auch gleich schon beantwortet. Well done, Kid. Well done. Ja, Silbermünzen und kannst nicht mal ein Popo riechen. Fahrer schreit, die hat schon Style und das Geld. Ganz klar. Boah, ey, der Dino darf mir auch mal am Popo schnüffeln, ey. Dino, ich will gar nicht Pizza essen. Ja, sei froh, dass ich es nicht gesagt habe, während du isst. Jo, hier, ich denk mal... Soll ich hier einen Schnitt machen? Nee, komm. Aber ich werde hier trotzdem aufs Spiel verlassen gehen und einen neuen Charakter nehmen. Einfach so aus Spaß. Und jo. Ah, wir nehmen Pipsi. Ja, 8 Ballons waren das jetzt. Bam, Genie auf die Insel nervt uns. Wumm. Wir müssen ein Autorennen fahren. So, und hier, die 3 Runden werden nur in... Nein, du Behinderten! Nur im Drift gemacht. Weil ich cool bin und angeben will, dass ich das auch im Drift kann. Mein Mikro rutscht, weil ich bin. Ah, der war ein Skulltula! Da war eine Skulltula. Lalalala, und mein Mikrofon rutscht rum. Könnt ihr mal so von meinen Reaktionen her aus raten, in welchem Raum ich gerade genau bin? Oder wo ich mich gerade am schönen Mikado-Ruin aufhalte?
So, hier schön im Ziel. Also genau halt Kana Canyon auf und ja, aber ich bin schon nach den Mumien da. Das ist Austauschgeschäft mit dem Mumien. Ja, erst hier kurz vor dem eigentlichen Tempeleingang. So, wir sind die Pipsi-Maus und hier, wir dürfen hier alle Rennen nochmal fahren wegen Silbermünzen. Wir müssen diesmal 8 Silbermünzen pro Strecke einsammeln und Erster werden. Sonst bekommen wir einen Arschtritt und ja. Epic Fail. Ja, jetzt habe ich eine Rakete bekommen. Mit Arsch. Wenn mir noch rein rechnerisch nur noch eine Maske fehlt, welche mag das sein? Das kann man vom Spieleverlauf her gut erraten, wenn man sich auskennt. Da es die einzige Maske ist, die ich bis zu meinem jetzigen Standpunkt noch bekomme. Ja, du bekommst, zwei Masken. Ich rede nicht von der Maske der göttlichen Gottheit, nein. Der behinderten Gottheit. Nein, die Maske der göttlichen Gottheit. Nicht der göttlichen, der grimmigen. Ja, sag es doch nicht. Achso, ja, nee. Ja, toll, bin gewöhnlich runtergefallen. Nein, die Maske der göttlichen Gottheit, die meine. Grimmigen Gottheit, keine Ahnung. Wir nennen die jetzt um, wir nennen die Maske der behinderten TT halt. Okay? Es gibt nämlich auch einen Namen TT. Der hackt auch immer auf mir rum. Der gibt mir immer die Schuld, wenn er bei Mario Kart Wii versagt, also komm. Oh, Skotola! Skotola! Epic Pile! Get ready! Go! Get ready for the next. Angel, verpiss dich! Du ekelhafter Mensch einer gewissen Religion. Aus welchem Spiel kommt dieses Zitat? Get ready for the next band. Weil. Bam, keine Ahnung. Also, das konnte ich nicht sagen, wenn du das weißt. Nö, keine Ahnung, ich weiß es selber nicht. Vielleicht ist es deine Abonnenten. Kannst du gleich den Part hier Let's Quiz mit Wishes werden? Ja, Let's Quiz hier, Let's Scheiß mit Wishes. Ja und, ich sorge mal dafür, dass du mal ein paar interessante Kommentare kriegst. Arsch. Ja stimmt, bei meinem letzten Video, es war ja... Naja, kein Kommentar. Motz nicht auf deinen Abonnenten rum. Ich motze nicht auf meinen Abonnenten rum, ich motze über meine eigenen Videos. Boah, du wurdest verhext, du kannst dein Schwert nicht mehr benutzen. Ist gut, raste doch aus, ich kann es doch nicht mehr benutzen. Oh, Frankenhaus. Wrong way. Dun, 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 dun. Pipsi Maus ist einfach nur cool, ey. Und wieder mal diese typische, wunderschöne Rareware-Musik. Hier, du bist ja eher das Rareware-Kind. Wishes. Hallo? Natürlich, wenn Nintendo, dann Rareware. Ich denke mal, Rareware hat sowieso Rareware. Für Donkeys. Wenn Nintendo dann nur Donkey und Zelda. Mario geht eigentlich irgendwann einfach nur auf. Na, die ersten Marios waren noch richtig geil. Die neuen sind auch geil. Mario ist einfach nicht mein Stil. Weiß ich nicht. Ich zocke gerne mal zwischendurch, aber ich muss jetzt nicht jeden Teil von Mario spielen. So, jetzt haben wir die wievielste Strecke jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die siebte Strecke jetzt hinter uns und jetzt hier nochmal Rudelvulkan. Bam. Da müssen wir drüber. Nehmen wir jetzt auf? Eine Viertelstunde nehmen wir jetzt schon knapp auf. Geht eigentlich. Krankenhaus! Und ich fliege gleich in diese Scheißlava hinein und hallo Papi. Jetzt fällt mir die Schuppen von den Augen. Jetzt müsste. Ui, du hast Schuppen auf den Augen. So, rechte Seite. Ich fliege in die Lava Way und ich werde nicht verletzt. Warte mal. Jetzt kann ich. Ah, perfekt. Mir fängt an, die ganzen Karten. Boah, natürlich. Boah, scheiße. Scheiße. Oh.
Bitte rumhören. Und wir hören jetzt einfach mal den Wuschelhörs zu. Wenn man das überhaupt dann überhaupt hier hört, das Zelda-Zeug im Hintergrund. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Oh. Ey, weißt du, was das geilste Let's Play wäre? Warte. Wenn zwei Leute in der Skype-Config gleichzeitig Aufnahme machen würden. Oh nee, nicht der Behinderte schon wieder, oder? Doch, natürlich. Ja, ernst. Doch, der Elefant kommt wieder. Hey! Oh nee, da hinten ist ja noch eine Strecke. Ups, vergessen. Dschungelvollfurz oder. Nee, wie nochmal? Dschungelgefälle oder. Ach, scheiß drauf. Oh, bitte, brauchen wir einen Arsch. Nein, und das Nitro rutscht. Konker, geh sterben, bam. Bitte. Ja, ganz sicher! Raste mal aus! Boah, ey, das ist die geilste Diddy Kong Racing Aufnahme ever. Wisst ihr, was ich bei Majora's Mask noch so mag? Die Gegner hier sind wenigstens noch fördern. Die fordern einfach wenigstens noch. Fordula! Der hat mich fast noch erstanden. Boah, ey, du musst den Stunt sehen, den ich da jetzt gerade gemacht habe, ey, der war so ultra geil. Ja, jetzt noch das ganze Mal hier. Boah, Alter, die Zombies, die gehen ja ohne. Was? Die Zombies hier, was für tanzende Freunde hier. Ja? Keine Ahnung, ey. Erinnert mich irgendwie an. Ja, hier, hopp rein da ins Minispiel. Feuerberg, der erste Spieler, der drei Eier ausbrütet, gewinnt. Ja, zwei Eier brüte ich gerade aus. Lucius brütet auch zwei aus, also Bam, haben wir schon vier Stück, haben schon automatisch gewonnen. Haha. War doch ein toller Vergleich, oder? Hier, Zweideutigkeit FTW. Man kennt es ja nicht anders von mir. Ja, klar, Diddy muss mir wieder das Ei klauen. Nein! Doch? Nein! Doch? Nein, das... Doch? Nein! Doch? Du ihr Säcke! Passt auf, Freunde, ich will mich verarscht. Jetzt steht hier... Boah, ey, was für ein Behinderten, ey! Jetzt brauche ich ein Pulverfass. Ich hab keins dabei. Bam. So, der dreckigen Schildkröte haben wir das Ei geklaut und... Ich brauche ein jetzt mal das zweite Ei aus. Ich habe keins. Denn wir sind so ultra geil. Und wir sind keine Fehler. Und Conker dann wieder ein Ei. Scheiße, ich hab kein Pulverfass. Nicht verzweifeln, Kotti fragen. Ja, dann sag mir mal, wo ich jetzt Pulverfass herhole, weil wenn ich jetzt nur Pulverfass hole, dann kennt die ganze Mumie. Dann kann man neu machen. Ja, keine Ahnung. Ja, abgesehen davon, dass du. Hol halt Zeit den TT zu dir, der hat ja einen Spieleberater. Ich hab den Spieleberater hier auch liegen und weißt du, was im Spieleberater steht? Pass auf. Da steht deine Mutter. Ich zitiere wörtlich. Auf, pass auf, der Satz ist so geil jetzt. Ich zitiere wörtlich. Auf dem Dach angekommen. Freut sich Link, dass er daran gedacht hat, ein Pulverfass mitzubringen. Denn in dieser eigenartigen Vertiefung im Boden lässt sich mit normalen Bomben nichts sprengen. Dieser Satz freut sich Link, dass er daran gedacht hat, ein Pulverfass mitzunehmen. Ja, richtig geil und so. Und mir klaut man dauernd die Eier weg vor der Nase. Jetzt gehe ich mir
mir meine Pizza hoch und kann mir währenddessen mal überlegen, was ich jetzt für Scheiße da eigentlich mache. Ja, richtig. Ja, Tiptop holt jetzt das dritte Ei, oder was? Wir sterben. Nee, Didi hat wieder mein Ei wieder geklaut. Mein drittes. Ekelhafte. Boah, Tiptop geht auch ab, ey. Wehe, wehe. In deine Mutter. In deine Mutter, in deine Mutter. Didi, du, you. Kindlicher. Boah, boah, boah. Boah, gut, ey, erster. Way. So, und diesmal bekommen wir keinen Ballon, sondern. Du hast einen Teil des TT-Gamer-Amuletts bekommen. Drei weitere Teile musst du noch sammeln. Viel Glück. Jo, der TT-Gamer hat hier sogar auch eine Rolle in dem Spiel bekommen. Und zwar ist er... Da vorne, da vorne, da vorne. Stopp, Uhr, Uhr. Hier, der Behinderte, den ich hier gerade umkreise. Uhr. Den werde ich nicht anlabern. Ich will mal heute sagen, TT. Ja, hier, nee, ich lass nicht den TT in Ruhe, weil hier der TT ist die TT-Uhr und... Oh, eine kleine Selbe. Ja, ich geh. Das esse ich erstmal. Wise. Was machst du da? Hey, ich bin noch in der Aufnahme. Ja, Leute, ruhig ist 3 Uhr morgens hier mitten im Blockhaus. Ja, hier mitten im Warte mal, Blockhaus. Ja, Plattenbau, Block, wie das so. Nee, ich musste mich gerade an eine amerikanische Serie erinnern, die hieß nicht Blockhaus, sondern Full House. Ja, ich hab früher aber auch. Boah. Mir war richtig geil gewesen, ey. Die hat mir früher gefallen. Einer der wenigen, ja, was heißt Sitcoms, die mich als Kind interessiert haben. Boah, Alter, ich bin so grottenschlecht gerade. Blockhaus ist kultig. Ja, mit dem Jesse, mit dem Elvis-Verschnitt. Da sind doch auch hier die beiden Zwillinge durchgekannt geworden. Ja, hier. Harry Kane und Ashley Rose. Ganz genau. Boah, ich bin hier gerade voll am Abscheißen, weißt du das? Steinofen, American Pizza und guck dabei Dr. Kopf. Boah, ist ja Frank. Das heißt, du hast jetzt gerade aufgehört zu zocken? Ja, Pause. Ich zock doch nicht beim Essen. Mach ich nicht. Ja. Wenn dann beim Essen immer gucken, egal was los ist. Immer fertig oder irgendwann anhaben zu gucken. Oh, Crankenhaus. So, hier erster Platz und wehe, der Dino ramst mich jetzt weg. Dann raste ich aus. So wie bei der zukünftigen zweiten Krake. Ist nämlich auch so ein Drecksgegner. Ich hab gesagt Drecksgegner. Erster. Gott. Ihr glaubt, ich hab einen Götterkomplex. Ich bin Gott. Ach, herrlich. Cool. Du hast dir einen Teil des Amuletts verdient. Versuch dich am Trophy Race. Jo, ciao, bis auf nimmer Wiedersehen. Wie er jetzt einfach kackendreist im Hintergrund Fernsehen schaut. Lass es dir schmecken. Danke, Ding. Das nenne ich doch mal richtiges Mitkommentieren. Da lernt man ruhig das mal, wie er privat ist, weißt du? Ja, finde ich auch hier richtig geil. Nicht immer nur übers Zocken reden, sondern einfach. Ja, Skype-Konfi, passt da. Ja, wir sind beide in Skype. Aha, get ready. Wir machen jetzt Trophy Race, das ist sozusagen ein Grand Prix, wo wir halt Punkte bekommen und dann zum Schluss einen Pokal gewinnen. Ja. Brauchen wir auch für den späteren Spielverlauf, deswegen machen wir das auch gleich. Eigentlich die Pizzmaus überhaupt nicht, weil jeder Arsch die Himmel. Aber ich will euch ja alle mal präsentieren. Bam.
Ja, yeah, erstmal drei Leute wieder überrundet. So, wir bekommen hier 9 Punkte, Rangliste, bam. Boah, wie spät haben wir schon wieder? Boah, 3:30, fick dich, Wahl! Mach dein Fick dich, Wahl! Hallo? Oder hast du hier gerade vollen Mund? Ja. Ich bin gerade im Job vertieft. Ach so. Ja, wenn du runtergeschluckt hast, dann sag mal fick dich, Wahl! Fick dich! Genau. Und wir sind in der zweiten Runde und legen erstmal etwas Öl auf die Straße, damit die Gegner ausrutschen. Und ich schieß Raketen in die Wand, was überhaupt keine Sinn ergibt. Bam, 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 bam. Was? Ein chinesischer Schwarzer? Ey, pass auf, was du jetzt hier von dich gibst, Digga. Ein chinesischer Schwarzer, das ist ein schlimmes Wagen. In Amerika gibt's alles. Davon habe ich ja auch noch nichts gehört. Ja, guck doch, der Kopfgeldjäger. Ich bin Dog, der böse Dog. Kennst du ja hier von South Park, oder? Ich bin die Flur auf sich. Die kosten auch nur 50 Mäuse. Doc ist cool. Das ist eine coole Serie. Das ist interessant. Ja, die habe ich auch eine Zeit lang geschaut, nur. Ja, Fernsehen ist mir zurzeit einfach zu blöd. YouTube ist immer noch am besten. 24/7 YouTube-Fan. Turbo. Und ich raste aus, wenn Fraps jetzt nicht die Aufnahme Bescheid macht. Dann raste ich richtig aus, Ding. Ich denke mal, ich werde dann auch mal einen kleinen Schnittibus dann später machen nach dem Trophy Race und um das mal alles mal zu überprüfen. Dick am Überrunden grad. Tschüss. Die sind alle die gleiche Biografie haben bei Doc. Wo sind deine Mom, dein Dad, wo ist dein Freund, wo ist deine Freundin? Abgehauen. Richtig epic Fail. Und wie er dann immer jedem eine Zigarette gibt, ne? Bevor er den Knast reinsteckt. Ja. Richtig freundlich. Und ab in die Lava, ich brenne. Ey, das hört man übelst im Hintergrund, ey. Das ist doch auch mal was Neues. Ja, Mittwochmorgen. Bei Wishes und Cotty daheim. Cotty darf sich dann erstmal für die Berufsschule hier fertig machen und ja, Wishes darf erstmal ratzen. Wie cool ist das? Was? Weißt du, was die gemacht haben? Die Typen hochgenommen haben. Er hat Geburtstag und ist gerade die Frau von Doc gekommen und hat einen Luftballon mit einem kleinen selbstgebackenen Kuchen mitgebracht. Boah, ist ja freundlich.
Bam, und hier, wir haben Trophy Race gewonnen. Haben jetzt hier das goldene Schwein. Und ja. Bam. So, jetzt werde ich mal schnell einen kleinen Schluck Wasser trinken. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht allzu sehr. Ah, herrlich. Mineralwasser, das Beste auf der Welt. So, Flasche abstellen. Jo, wir haben hier jetzt die erste Welt komplett abgeschlossen. Hier das Minispiel haben wir ja gemacht. Trophy Race, hier haben wir alle Ballons geholt. Wishes guckt immer noch dort. Und ich piep gerade die TT-Uhr an, um hier mal alles anzuzeigen. Wir haben jetzt einen Teil vom Witzpick-Amulett, einen Teil von der TT-Uhr, das Trophy Race-Schwein und den Schlüssel. Okay. Bam. Yo. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder hier bei Diddy Kong Racing. Und Dave Chappelle's Block Party kommt jetzt. Einer der größten Rassisten, den ich je gesehen habe. Also, ja. Bis gleich. Hässlich, Dave Chappelle. Sag ciao. Ciao. Warum? Ja, weil hier Schnittibus.